Willkommen zu unserem Magazin Weitblick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit Jahren setzt sie sich auch unter Lebensgefahr in Pakistan für diskriminierte und verfolgte Christen ein. Die katholische Rechtsanwältin Anika Maria Anthony. In Lahore leitet sie die Menschenrechtsorganisation The Voice Society. Diese leistet rechtliche und humanitäre Hilfe, vor allem für Christen, die Opfer von Unterdrückung und Verfolgung werden. Heute ist sie bei uns zu Gast. Herzlich willkommen bei uns, Frau Anthony. Mrs. Anthony. Frau Anthony, Sie arbeiten als katholische Rechtsanwältin und Sie haben die Organisation The Voice Society gegründet. Wie kam es dazu? Wir haben diese Organisation 2009 gegründet. Damals wurde ich selbst in Pakistan verfolgt. Ich musste fliehen und bin nach Deutschland gekommen. Dort bin ich etwa 9 Monate geblieben. In der Zeit habe ich viel gebetet. Ich wollte unbedingt nach Pakistan zurück, aber es gab keine Möglichkeit. Ich habe immer weiter gebetet und Gott gefragt, was willst du von mir? Ein Freund riet mir, bete zu Gott, dass er dir zeigt, was du tun sollst. Frag ihn nach deiner Berufung und er wird es dir sagen. Das habe ich 1 Monat lang gemacht. Dann hatte ich das starke Gefühl, dass ich zurückgehen müsste. Ich betrachte es als meine Berufung. Sie haben gesagt, Sie seien verfolgt worden. Mögen Sie uns erzählen, wie das war? Welche Art von Verfolgung? Ich bin Rechtsanwältin und setze mich vor Gericht für meine Klienten ein. Damals hatte ich einen Fall, bei dem ging es um die Zwangsbekehrung von 2 kleinen Mädchen, 9 und 12 Jahre alt. Sie waren gezwungen worden, zum Islam überzutreten und sollten mit einem 45-jährigen muslimischen Mann verheiratet werden. Das 9-jährige Mädchen stand kurz vor der erzwungenen Eheschließung. Die Eltern baten um Hilfe und ich ging für sie vors Gericht, vors oberste Gericht, weil das untere Gericht nicht helfen wollte. Die Mädchen seien ja konvertiert, da könne man jetzt nichts mehr machen, so hieß es. Sie könnten jetzt nicht mehr zum Christentum zurückkehren. Außerdem seien sie jetzt verheiratet, da könnten sie nicht mehr zurückkehren. So appellierte ich also an den obersten Gerichtshof. Dieser schaltete muslimische Gelehrte ein. Auch sie urteilten, dass es jetzt, wo die Mädchen zum Islam übergetreten seien, für sie keine Möglichkeit mehr gäbe, zum Christentum zurückzukehren. Denn das wäre ja dann Apostasie, Abfall vom wahren Glauben. Und wenn sie jetzt 9 und 12 Jahre alt seien, wäre das auch in Ordnung. Denn so entspreche es auch der Sunna, also der Art und Weise, wie der heilige Prophet selbst gehandelt habe. Wir haben dagegen argumentiert und gesagt, wir reden hier nicht über die Sunna, sondern über die staatlichen Gesetze. Und der 45-jährige Mann sei nicht der Prophet und die Sunna stamme aus einer längst vergangenen Zeit. Das wurde mir als Blasphemie ausgelegt und das Gericht musste mich in Schutz nehmen und half mir, das Gerichtsgebäude durch die Hintertür zu verlassen. Das war wirklich schlimm und so ging es dann weiter. Ich sollte wegen Blasphemie vor Gericht gestellt werden. Mir blieb nichts anderes übrig, als aus dem Land zu fliehen. Zuerst wollte ich nur für 1 Monat nach Deutschland kommen, aber dann wurde es mehr. Die Lage zu Hause war wirklich schlimm, so musste ich also länger in Deutschland bleiben. Schließlich aber konnten Sie doch nach Pakistan zurückkehren und Sie haben The Voice Society gegründet. Was macht diese Organisation? Der Hauptzweck dieser Organisation ist es, kostenlosen Rechtsbeistand zu gewähren, vor allem für verfolgte Christen. Aber wenn andere verfolgte Minderheiten zu uns kommen, dann helfen wir auch ihnen. Meistens sind es Menschen, die wegen angeblicher Blasphemie, Gotteslästerung also, angeklagt wurden. Auch Opfern von Zwangskonversionen helfen wir. Und schließlich gibt es viele, die Opfer von falschen Anklagen geworden sind. Wir helfen allen, die zu uns kommen, und wir tun das kostenlos. Sie leisten diese Hilfe kostenlos, aber wer finanziert das dann? Wir haben Freunde hier in Deutschland, die diese Arbeit von uns finanzieren.
Pakistan ist ein muslimisches Land. Der Islam ist dort Staatsreligion. Was bedeutet das für die religiösen Minderheiten, besonders für die Christen? Das heißt ganz einfach, dass wir dort eigentlich keinen Platz zum Leben haben oder dass wir uns nicht einmischen sollen in die staatlichen Angelegenheiten. Denn wenn der Islam Staatsreligion ist, dann kann kein Angehöriger einer Minderheit, kein Christ zum Beispiel, Präsident oder Premierminister werden oder irgendeine andere hohe Position einnehmen. Zweitens hören wir von unseren Kollegen an den Gerichten oder direkt von den Richtern, dass wir in einem muslimischen Land leben und uns vor einem muslimischen Gericht befinden. Wie könnten wir da nur Gotteslästerer verteidigen wollen? Die Muslime geben uns nicht das Gefühl, dass Pakistan auch für uns eine Heimat sein kann, selbst wenn wir in diesem Land geboren wurden. Und wie ist es mit dem ganz normalen Alltagsleben? Erfahren Christen dort Diskriminierungen? Ja, leider sehr viele Diskriminierungen, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ich selbst habe jetzt meine eigene Organisation zum Glück. Aber vorher, als ich noch als Rechtsanwältin angestellt war, da war ich stets ein leichtes Ziel. Ich wurde oft belästigt von meinen muslimischen Kollegen. Und vorher, als ich noch auf dem College war, war es auch eine schwierige Zeit. Wir waren nur sehr wenige christliche Schüler und wurden immer wieder diskriminiert. Wir durften kein Wasser aus demselben Wasserhahn trinken. Wir durften nicht mit den Muslimen zusammensitzen. Dinge dieser Art. Welche Folgen haben diese Benachteiligungen für die Christen? Anders gefragt, zu welchen sozialen Schichten gehören die Christen dann? Sind es eher die ärmeren Schichten? Leider ja. Etwa 70% aller Christen leben unterhalb der Armutsgrenze. Sie sind arm, wirklich arm. Nur etwa 25% der Christen zählen zu den eher wohlhabenden Schichten. Sie sind nicht reich, aber sie stehen doch ganz gut da. Sie haben genügend Geld, um ihre Familien einigermaßen gut zu versorgen. Christen haben also eine ganze Menge von Problemen in Pakistan. Immer wieder hören wir aber auch von religiöser Gewalt gegenüber Minderheiten. Ebenso von Gewalt unter den Muslimen selbst, gegenüber abweichenden Strömungen im Islam. Wo liegen denn die tieferen Ursachen für diese Form von Gewalt? Nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 haben sich die Dinge auch bei uns erheblich verschlechtert, mit den Taliban zum Beispiel. Heute haben wir 52 radikale islamische Gruppen, die in Pakistan aktiv sind. Darunter sind sunnitische, aber auch wahhabitische und schiitische Gruppen, die sich teilweise gegenseitig bekämpfen. Es gibt Anschläge auf Moscheen und dann Vergeltungsaktionen, oft mit Hunderten von Toten. Then the same group do in retaliation the same thing. So it's. Would you say that there is? Ist der Islam in Pakistan also radikaler geworden in den letzten Jahren? Wie hat sich der Charakter, das Gesicht des Islams in Pakistan in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Sie haben die Bedeutung von Dschihad völlig verdreht in den letzten Jahren. Die radikalen Organisationen haben das Verständnis von Dschihad wirklich radikal verändert. Diese Organisationen haben unter den Jugendlichen, ja sogar unter den Kindern, den Hass geschürt, sie zum Hass erzogen. Die Jugendlichen, die so erzogen wurden, sind heute erwachsen und voller Hass. Und sie geben den Hass an ihre Kinder weiter. Da ist eine Kette in Gang gesetzt worden und das breitet sich immer weiter aus. Kommt das alles aus Pakistan selber oder gibt es auch Einflüsse von außen, aus dem Ausland? Oh ja, das ist sehr stark vom Ausland gesteuert und beeinflusst. Das hat politische Gründe. Indien zum Beispiel mischt sich stark ein und fördert den Terrorismus und alle Arten von Problemen in Pakistan über Afghanistan.
Wie reagieren denn die Menschen in Pakistan auf diese Entwicklungen? Wie reagiert die Gesellschaft? Gibt es da viele Sympathien für diese radikalen Formen des Islams? Oder gibt es auch Widerstand und Ablehnung? Leider gibt es da nur wenig Ablehnung oder Abneigung gegen diesen Islam. Sehr viele sind bereit, da mitzumachen, zu töten oder zu sterben auf diesem Weg des Islams. Unternimmt denn die Regierung irgendetwas gegen diese zunehmende Radikalisierung? Zum Teil hat die Regierung diese Radikalisierung sogar noch gefördert aus eigenen politischen Interessen, um aus diesen inneren Konflikten für sich selbst Nutzen zu ziehen, zum Beispiel Unterstützung aus dem Westen zu bekommen. Die neue Regierung scheint da jetzt anders zu denken. Unser neuer Premierminister scheint sehr daran interessiert zu sein, diese Gewalt zu beenden und Pakistan zu einem besseren Land und zu einer sicheren Zone zu machen. Der neue Premierminister ist Imran Khan. Ja. Im Zusammenhang mit Pakistan hören wir oft einen speziellen Begriff, nämlich Blasphemiegesetz. Können Sie in wenigen Worten erklären, was es damit auf sich hat? Früher war Blasphemie einfach Gotteslästerung. Man durfte nichts Verwerfliches über eine Religion sagen. Aber in den 80er Jahren unter General Zia-ul-Haq wurde daraus ein drakonisches Gesetz gemacht. Das Strafgesetz wurde um 3 Paragraphen erweitert, Paragraph 295 A, B und C insbesondere. Absatz A verhängt 10 Jahre Gefängnis, wenn jemand die religiösen Gefühle von Muslimen verletzt. Es geht immer nur um Muslime. Paragraph 295b verhängt Strafen für Respektlosigkeiten gegenüber dem Heiligen Koran. Dafür gibt es lebenslange Haft. Und schließlich Paragraph 295c. Wer immer den heiligen Propheten schmäht, wird dafür gehängt. Todesstrafe also. Da ist kein anderes Urteil möglich. Diese Blasphemie-Paragraphen werden nun aber oft missbraucht. Sie sind daher gefährlich, vor allem für religiöse Minderheiten. Warum aber ist es so einfach, diese Paragraphen zu missbrauchen? In der Auslegung dieser Gesetze wurden niemals so etwas wie Sicherheitszonen definiert. Es ist sehr einfach, jemanden zu beschuldigen, er habe Blasphemie begangen. Wenn jemand behauptet, oh, ich habe gehört, dass der und der den heiligen Propheten geschmäht oder den heiligen Koran verbrannt oder etwas gegen den Islam gesagt hat, dann ist es sehr leicht, vermeintliche Beweise dafür herbeizuschaffen. Selbst wenn jemand überhaupt nichts beobachtet hat, kann er leicht behaupten, ich habe da was gesehen. All das ist so leicht in einem Klima des Hasses. Dieses Gefühl des Dschihad, für den Islam zu töten und zu sterben, um so ins Paradies zu kommen, all das führt zu diesem ständigen Missbrauch. Die Leute missbrauchen diese Gesetze für ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse. Wie viele Menschen sind denn von diesem Blasphemiegesetz betroffen? Wie viele Menschen sind zum Beispiel inhaftiert? Das sind inzwischen Tausende. Das Blasphemiegesetz ist das Gesetz, das am häufigsten missbraucht wird, um Leute zu verfolgen. Und nicht nur Christen sind betroffen, sondern auch Gläubige anderer Religionen, Hindus zum Beispiel. Selbst Muslime werden Opfer dieses Gesetzes. Das können ganz banale Nachbarschaftsstreitigkeiten sein und plötzlich klagt einer den anderen an wegen Blasphemie. Das sind mittlerweile Alltagsgeschichten. Allerdings ist es schwer, eine genaue Zahl zu nennen, denn es gibt viele Fälle, über die von den Menschenrechtsorganisationen gar nicht berichtet wird. Sie werden nicht registriert und bleiben unbekannt. Sie haben gesagt, für bestimmte Fälle gibt es auch die Todesstrafe. Werden Menschen denn tatsächlich hingerichtet? Ja, mehr als 100 Menschen wurden tatsächlich schon getötet. Durch die Regierung? Nein, das sind alles außergerichtliche Tötungen.
Menschen werden in dieser Sache manchmal so emotional, dass sie andere töten. Es hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Angriffe auf christliche Gemeinden gegeben. Dabei wurden viele, viele Häuser niedergebrannt. Der letzte schwere Angriff war 2013 in der Josef-Kolonie in Lahore. Letztes Jahr, in 2018, gab es den Blasphemiefall von Patras Massi, einem 16-jährigen Jungen, der in Shadara lebte und wegen Blasphemie angeklagt wurde. Das christliche Viertel, aus dem er stammt, wurde ebenfalls von einem wütenden Mob angegriffen. Dahinter steckte die islamistische Bewegung Tehrik-e-Labbaik. Diese militante Gruppe wurde gegründet von Anhängern von Mumtaz Kadri. Das war der Leibwächter, der im Zusammenhang mit Asia Bibi den Gouverneur Salman Taseer ermordet hat. Diese Fälle sind alle miteinander verkettet. This politician was somebody who tried to. Dieser Gouverneur Salman Taseer hat versucht, das Blasphemiegesetz zu entschärfen. Aber das scheint gefährlich zu sein. Ist es für Politiker vielleicht sogar unmöglich, dieses Gesetz zu ändern? Ja, es ist mehr als unmöglich. Salman Taseer war ein sehr guter Gouverneur von Punjab, sehr gebildet, sehr verständnisvoll. Im Fall von Asia Bibi gab es viel internationalen Druck. Aus politischen Gründen hat dieser Gouverneur dann Asia Bibi im Gefängnis besucht. Auf einer Pressekonferenz hat er sich dann gegen die Blasphemiegesetze ausgesprochen. Dabei hat er dieses Gesetz als Black Law bezeichnet, als schwarzes Gesetz. Dafür wurde er umgebracht. Eine andere Politikerin, die im Parlament einen Antrag auf Abschaffung des Blasphemiegesetzes einbrachte, wurde selbst wegen Blasphemie angeklagt. Das zeigt, wie gefährlich es ist, diese Dinge anzusprechen. Sie haben den Fall Asia Bibi erwähnt. Es hat 9 Jahre gedauert, bis ihre Unschuld vor Gericht anerkannt wurde. Und sie musste dafür bis vor das oberste Gericht ziehen. Warum hat das so lange gedauert? Warum war das so kompliziert? Zunächst einmal war das ein sehr politischer Fall. Und zweitens wurde dieser Fall besonders hervorgehoben. Alle wussten davon. Auch viele Akteure im Ausland haben sich für sie eingesetzt und versucht, sie wieder freizubekommen. In dem langen Verfahren gab es aber auch viele Fehler auf Seiten der Richter. Vor allem aber gab es massiven Druck von radikalen Islamisten auf die Regierung und auf die Gerichte, sodass sich niemand getraut hat, Asia Bibi freizusprechen. Würden Sie denn sagen, dass die internationalen Proteste im Fall von Asia Bibi vielleicht gar nicht so hilfreich waren? Ja, teilweise haben sie viele Probleme verursacht. Es ist eine weit verbreitete Auffassung unter den Muslimen in Pakistan, dass der Westen ihr Feind ist, weil der Westen christlich ist. Sie glauben, dass der Westen das Blasphemiegesetz in Pakistan abschaffen will, weil er es nicht mag. Aber wie lassen sich dann die Probleme, die die christliche Minderheit in Pakistan hat, lösen? Müssen die Christen in Pakistan das alleine schaffen? Oder kann man ihnen vom Ausland aus dabei helfen? Nein, ich mache diese Arbeit jetzt seit 10 Jahren, vor allem im Bereich der religiösen Verfolgung. Ich habe dabei keine Unterstützung aus dem Ausland erhalten in den Fällen, die ich betreue. Wir bemühen uns auch nicht darum. Denn wenn Sie Hilfe von internationalen Organisationen in Anspruch nehmen, dann wird alles nur noch schwieriger. Dann werden Sie von den Fundamentalisten wirklich als Feind angesehen. Ich möchte einfach nur als Rechtsanwältin arbeiten, aber nicht als Feind gesehen werden. Okay, that's the case. Gut, so ist es also im Fall Ihrer eigenen Organisation. Wie ist es aber auf Regierungsebene? Wie steht es um die Beziehungen Ihrer Regierung zum Ausland? Kann die internationale Staatengemeinschaft die pakistanische Regierung beeinflussen, Dinge zu verändern?
Nun, das versucht unsere gegenwärtige Regierung ja bereits. Sie versuchen, die Dinge zu verändern. Sie versuchen, das Gesicht von Pakistan zu verändern, dieses Etikett zu entfernen, wo drauf steht, fundamentalistisches Land. Aber das ist natürlich alles nicht so einfach. Auch wenn die Regierung den Fundamentalismus und Terrorismus nicht mehr unterstützt, so ist das alles doch weiterhin da. Es steckt in den Herzen und Köpfen der Menschen. Es wird sehr, sehr lange dauern, das wieder rauszukriegen. Und es wird nur gelingen, wenn die Radikalen aufhören, schon die Kinder mit diesem Hass zu füttern. Wenn sich diese Kette fortsetzt, wird die Regierung nichts dagegen tun können. Ja, aber wie könnte man denn diese Kette unterbrechen? Und wer müsste das tun? Gibt es irgendwelche Mittel und Wege, wie man gegen diese zunehmende Intoleranz vorgehen kann? Nun, ich sehe da wenig Möglichkeiten. Man müsste das Erziehungssystem ändern, die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Wenn Kindern erzählt wird, dass Hindus und Christen nicht gut sind, dass die Muslime die besseren Menschen sind und nur Muslime zu den überlegenen Menschen zählen und nur der islamische Gott gut ist und alle anderen sind nicht gut, sondern böse, dann wird sich nie etwas ändern. Glauben Sie denn, dass der interreligiöse Dialog hier etwas ändern könnte? Papst Franziskus hatte ja erst vor kurzem einige wichtige Begegnungen. Nun, das hat in einigen Ländern vielleicht geholfen, aber nicht in Pakistan. Frau Anthony, wie sehen Sie denn dann die Zukunft Ihres Landes? Das klingt ja alles sehr pessimistisch, sehr düster. Ja, ich kann das leider nicht ändern. Tut mir leid. Wir haben keine Hoffnung. Seit ich jetzt diese Arbeit mache, ist alles immer nur schlimmer geworden. Früher waren nur die Menschen betroffen, die wegen Blasphemie angeklagt waren. Heute aber ist die ganze Gemeinschaft betroffen, die ganze Nachbarschaft. Ganze Gruppen werden angegriffen, ganze Viertel werden geplündert und in Brand gesetzt. Man schreckt nicht mehr davor zurück, Menschen zu verbrennen. Menschen zu verbrennen ist etwas ganz Normales geworden. Zumindest für die nähere Zukunft kann ich keine Verbesserungen erkennen. Die Probleme für die Christen werden noch größer werden, zum Beispiel durch die Zwangsbekehrungen. Allein von Januar bis April hatten wir 20 neue Fälle von erzwungener Konversion. Und die Gerichte lassen uns im Stich. Niemand hilft uns. Die Dinge werden wirklich schlechter. Für die nahe Zukunft sehe ich überhaupt keine Verbesserung. Eine letzte Frage. Was würden Sie denn von denjenigen erwarten, die sich diese Sendung ansehen? Was würden Sie von der Weltkirche erwarten? Meine Botschaft an die Weltkirche und an alle Christen, die diese Sendung sehen, ist sehr klar. Sie müssen die Probleme verstehen, die Christen in solchen Ländern haben. Christen, die wirklich verfolgt werden. Ich möchte auch an die Regierungen hier in Europa appellieren, dass sie an die Menschen in Pakistan denken, die dort leiden und verfolgt werden und die nirgendwo sonst hingehen können. Sie hier im Westen sind bereit, jeden aufzunehmen, nur nicht die Christen. Das schmerzt, das tut weh. Es gibt so viel Leiden in Pakistan, so viel Schmerz. Die Menschen müssen sich verstecken. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir nicht einmal atmen können in Pakistan. Wenn solche Menschen das Land verlassen wollen, bitte lassen Sie sie hierher kommen. Auch sie haben das Recht, in Freiheit zu leben. Frau Anthony, vielen Dank fürs Kommen und für das Gespräch. Gottes Segen für Ihre Arbeit. Und eine gute Rückreise nach Pakistan. Sound trip back to Pakistan. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Weitblick. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.